perfekt. Ich muss nichts nachwitzen. Also 1A. Hallo zusammen. Heute habe ich wieder ein ganz schnelles Gericht vor, das in den Backofen wandert. Und dann können wir einfach nur nach einer Dreiviertelstunde lecker essen. Und zwar mache ich heute ein Schweinegeschnetzeltes mit Champignon und Gemüse und begleitet mich einfach mal. Beim Metzger habe ich jetzt 1 Kilo Schweinegeschnetzeltes gekauft. Das war schon geschnitten. 250 Gramm Champignon, eine Möhre, dann eine kleine Porree-Stange, 200 Milliliter Wasser, 500 Milliliter Sahne, dann braucht ihr Röstzwiebeln, Magic Dust Gewürz, Paprika Rosenscharf, Cheyenne Pfeffer, klare Rinderbrühe oder Gemüsebrühe, das könnt ihr aussuchen, wie ihr das wollt, und Petersilie getrocknete. Und natürlich braucht ihr den Ofenmeister. Das ist mein Allrounder in der Küche. Da drin backe ich Brot, Hefezöpfe, mache alle Schmorgerichte, Hähnchen, ein ganzes Fass ist. Also unglaublich, den habe ich ständig in Benutzung. Den nehmt ihr jetzt und dann fangen wir einfach mit der Soße schon mal an. Ihr gebt jetzt hinein das Wasser, dann die Sahne. Zwei Esslöffel Röstzwiebeln, gute gehäufte Esslöffel, dann diesen Magic Dust Rub, 2 Teelöffel, dann Paprika Rosenscharf, 1 Teelöffel. Cheyenne Pfeffer, auch 1 Teelöffel. Wir mögen es scharf, deswegen wundert euch nicht, wenn ich solche Sachen immer ein bisschen richtig scharf abwürze. Aber das mögen wir einfach. Und entweder von eurer Gemüsebrühe oder ich habe jetzt Rinderbrühe, da nehmen wir auch 2 Esslöffel. Und Petersilie, getrockneten. Offen sollte es sein, ne? Zwei Esslöffel. Und jetzt werden die Champignons und die Möhre geschnitten und kommt auch hinzu. So, die Champignons noch dazu und die Möhren. Und alles, was ihr jetzt machen müsst, ist nur noch das Fleisch hinzu. Das ist ungewürzt. Aber unsere Soße hat ja wirklich genug Würze. Gut umrühren, sodass das Fleisch wirklich ganz mit Soße bedeckt ist. Deckel drauf. Und das war es auch schon. Das Ganze kommt jetzt im Backofen. 230 Grad Ober-Unterhitze. Ich habe das unterste Einschubfach auf dem Rost. Und in einer Dreiviertelstunde habe ich das leckerste Essen auf dem Tisch. So angenehm kann Kuchen sein. Bis gleich. Die Zeit ist um und jetzt gucken wir mal, was da draus geworden ist. Wow. Wow, sieht es gut aus. Dann machen wir doch auch gleich noch den Geschmackstest. Die Soße. Ich bin so ein Soßenkasper. Ich liebe Soßen. Mmh, perfekt. Ich muss nichts nachwürzen. Also 1A. Was ihr eventuell machen könnt, wenn ihr ganz cremige, dicke Soßen möchtet, dann nehmt ihr einfach ein bisschen Weißmehl, ein bisschen Wasser, rührt es zum glutenfreien Brei an und gebt es rein und dann nochmal 5 Minuten in den Backofen und dann habt ihr eine ganz sämige, cremige Soße. So leicht könnt ihr schmoren und kochen im Backofen, ohne dass ihr am Herd stehen müsst und brutzeln. Die Küche duftet wunderbar, sie stinkt nicht nach Fett. Wir haben relativ fettfrei gebacken, also gut, Sahne ist drin, aber wir haben nicht nochmal extra das Fleisch angebrutzelt in der Pfanne. So viele Arbeitsschritte, die nicht notwendig sind und ihr seht, wie toll, genial ihr in diesem Ofenmeister schmoren könnt. Schön, dass ihr mich wieder begleitet habt.
Besucht mich auf Facebook in meiner Gruppe Zauberhafte Leckereien mit Martina Ziel. Begleitet mich bei meinen Rezepten auf meiner Homepage Martina Ziel mit Pampa Chef. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und guten Appetit euch allen. Tschüss, eure Martina.